So, herzlich willkommen zurück zu Watch Dogs. Heute werde ich die Mission weiterführen, die ich in der vorigen Folge unterbrochen habe. Aufgrund von Zeit- und Getränkenproblemen. So, wollen wir mal sehen, ob wir da oben zurechtkommen. So, also, was haben wir denn da? Oh. Das ist nicht cool. Da will jetzt jemand runterkommen hier. Ah je. Der kriegt jetzt gleich wahrscheinlich den Schlagstock wieder zu spüren. Ja, das sieht stark danach aus. Au. Habe ich mich tatsächlich aus Versehen in die Kamera eingewählt. Das war aber gar nicht so gut. Es stirbt ja auch keiner. Na gut, außer die da unten. Dieser junge Mann kann Verstärkung rufen. Das ist natürlich nicht so cool. Ja, manchmal muss man schon etwas die Aggression rauslassen hier. So. Was haben wir denn hier alles so? Wuhu. Ja, ich muss sagen, eine schöne, entspannte Atmosphäre haben wir hier. Das kann man natürlich sagen. Ui, okay, dürfen wir wieder basteln. So, was haben wir denn hier? Ja, Leute. Oh, das war ja schon. So, jetzt du noch. Zack, 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 zack. Ja. Natürlich jetzt ein bisschen komisch hier, weil seltsamerweise haben wir da oben jetzt gar keinen. Ist gar kein Empfang mehr hier oder wie? Ah, es geht auch alles voll da drauf. Na gut, wir müssen aber irgendwie über beide Seiten. Über alle drei Seiten eigentlich. Ah, ist auch schön. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So. Was haben wir denn da? Einmal schön. Zweimal. Ho, ho, ho. Dreimal. Und rein wir uns. Ich sag's dir, das ist nicht nur Werbung, das blockiert meine ganze Aussicht. Ein einziges riesiges Auge. Oh Scheiße, jemand hat sich reingehackt. Sperrt sofort das Gebäude ab. Findet ihn. Das okay, ist nicht schön. Findest du den Anruf? Oh mein Gott. Ich suche gerade. Ach, du mein lieber Gott. So, Leute, das schreit doch sehr nach meinem Gewehr hier. Wuhu! Action angesagt. So, hätten wir das mal. So, ich habe so ein bisschen das Gefühl, die anderen sind alle unten. Ja, sieht schwer danach aus. Oh, nicht alle. Vorne muss einer sein.
Ah, nein. So. Alles klar. Babam. Weiß der Zack, wie man Polizeiscans stört? Schön die Waffe nochmal nachladen hier. Zack, zack. Ich schicke es dir jetzt. Das wird ihre Scans und Kommunikation in dem Gebiet stören. Und auch die Zivilisten. Ja, okay. Mit Jamcoms können sie die Entdeckung durch CTOS-Scans kurzzeitig unterbrechen. Gegner oder Zeugen daran hindern, verstärken oder die Polizei zu rufen. Klingt sinnvoll. Stellen Sie Jamcoms, was auch immer das für ein Symbol sein soll, im Waffenrad her und drücken Sie R1, um es einzusetzen. Ah, das soll das darstellen, okay. So, das. Ah, Jamcons! Wunderbar! So, Rose. Ja. Mädel. Das ist nicht cool. So, Leute. Es kommt mal wieder zu einer wunderschönen, typischen Danny-Cam-Verfolgung hier. Die Musik unterstreicht das Ganze hier noch. Oh, shit. Sorry. Ja, ich bin gut. Ich bin richtig gut. Ach, ich weiß, Eigenlob stinkt, aber trotzdem. Wir wollen das Ganze hier schön gemütlich gestalten. Wie sieht's aus? Hast du den Anrufer? Das Katz- und Maus-Spiel nervt. Ich hab deine Maus. Sein Anruf kam aus einem Apartment im Loop. Endlich. Sei vorsichtig, Aiden. So wie der sein Signal gebounced hat. Ich glaube, er will, dass du ihn findest. Na, dann wollen wir ihn mal nicht enttäuschen. Gebounced? Gebounced? Ja, genau, wollen wir nicht enttäuschen. So, oh, das war's nicht. So, da haben wir die Karte. Ja, ich hab das letzte Mal, wo ich gespielt habe, war Infamous Second Son. Da war immer der Options-Button der PlayStation 4 dafür zuständig, auf die Karte zu kommen. Richtig cool, wie man sogar hört, wie er den Schlüssel umdreht. So. Echt? Hallo? Oh, eine Straßenbahn. Ah, die ist wirklich angehalten. Wie cool ist denn das? Okay. So. Fangen wir uns mal diesen Kerl. Obacht. Ja. In einigen Teilen der Stadt ist der Strom ausgefallen. Die Behörden behaupten, dass das CTOS potenzielle Feuergefahr im Umspannwerk festgestellt hat. Ohne das CTOS-Netz, so die Behörden, wären die Auswirkungen noch größer. Okay. Ah, ich müsste unbedingt mal schauen, ob ich von dem Akku her vielleicht noch eine Verbesserung bekommen könnte. Ob ich noch öfters so coole Dinge auslösen könnte hier. Das wäre natürlich was. Muss ich mal den nächsten Fähigkeiten-Check nachschauen. Ich freue mich sogar schon richtig auf das freie Spiel, einfach so durch die Stadt zu cruisen und zu genießen. Vielleicht mache ich eine extra Folge dafür. Könnt ihr in die Kommentare schreiben, ob das eine gute Idee wäre. Ich weiß ja nicht, wie euch das gefällt bisher, da ich gerade alle möglichen Folgen auf einmal aufnehme. Locker bleiben. Immer geschmeidig. Ah, komm, zieh mal deine Maske runter hier, das ist ja widerlich. Ein Poller. Und das muss ich mir jetzt anschauen.
Oh ja, die können bei Verfolgungsjagden echt nützlich sein. Aber echt. Okay. Danke für den Tipp. Was war das? Was war das? Hat jemand geschossen? Hat da etwa jemand geschossen? Nein, ich glaub's nicht. Okay, auf geht's. Danke für den Der Tipp. Typ bedroht meine Familie und will mich treffen. Er wusste genau, wie er mich kriegt. Gut, ich schlucke die Köder. Ich glaube, das ist die Stelle, wo ich bei Sarah sah, das letzte Mal gesehen habe als oh Mann. Template oder nein, nein. Thumbnail, genau, als Thumbnail. So. Ist ja alles cool. Sieht doch glatt so aus. Huh. Was ist das? Huh. Dampf sprengen. Hier können wir einen Scan durchführen. Tippe, Profiler Der aktivieren. Datenfluss teilt sich auf. Es gibt zwei CTOS-Kästen. Das ist krass. So. Dann Kamera. Erster CTO-Kasten. Zieht hier vorbei. Geht hier hinten auf die andere Seite. Das ist natürlich nicht so cool. Der andere CTO-Kasten geht darüber. Und da hoch. What? Ah, da. Einen hätte ich. So, jetzt noch da hinten der andere. Die Kamera wieder zurück. Ein Lift. Ha, wie cool. Okay. Ich darf mich so reinsteigern. So. Ja, sorry, das musste sein. So, jetzt müsste ich da mal da hinten den komischen Kasten da finden, du. Dude. Ah, da hinten finde ich irgendwie keine Kamera. So. Aber egal, ich meine, ich kann ja theoretisch auch einfach zu Fuß dahin gehen. In diese Richtung. Ah, hängen wir uns mal kurz in den Lift hier runter. Auch wenn er, glaube ich, da oben nicht wirklich was bringt. Ich meine, ja, ich wollte schon immer mit dem Lift fahren. So. Und jetzt hier nach oben. So ein Handy brauche ich auch. Aber echt. So, Leute. Hier haben wir eine Kamera. Wunderbar. Jetzt ist natürlich mal ganz gekonnt der Lift im Weg. So, fahr du mal runter. Entriegeln. Alles klar. Wie das sich so elegant darüber schwingt, ist echt faszinierend. Ja, was ist denn das? Ja, irgendwas nicht verfügbar ist. So. Ho, ho, ho. Ja, ist echt so ein kleiner Parkour-Mensch hier. So. Jetzt ganz gemütlich mal da hacken. Und schon wird wieder ein wenig rumgebastelt. Leute, das da basteln wir noch und dann muss ich. Wie es aussieht, leider schon wieder. Diese Folge beenden. Klack, klack. Klack, klack. So, ist gut. So ist das schön, so muss das sein.
Wasser. Oje, oje, das ist ja schon ein 3D-Komplex hier. Und das Schlimme ist, das wird hier immer krasser. Das haut hier richtig rein, du. Ah, das ist die Hauptversorgung. Ja, so ist gut. Jetzt muss ich nur noch von oben irgendwie runter. Ja, ist das gut. So ist das schön. So muss das sein. So. Hui. Moment, was baue ich denn hier gerade schon wieder? Das ist ja... So, so, kommt das von oben, da kommt es von da. Muss ich hier noch nach unten bauen. Zack, und schon können wir das hier frei schießen. Was zur Hölle ist das? Bellwether. Tschuck. Hallo? Was zum Teufel hat er vor? Ich hoffe, du machst die Spielchen. Ich wollte sehen, ob du es noch drauf hast. Wir müssen reden. Und du solltest dich beeilen. Dein Einbruch hat einen Alarm ausgelöst. Das ist nicht, was ich für uns geplant hatte. Aber wir werden gleich gestört. Komm zu mir. Ich suche einen schönen Ort. Warum belästigt er meine Schwester? Wir haben keinen Kontakt seit dem Merlo. Schätze, wir haben ein neues Ziel für alle Hitter da draußen. Lasst alles stehen und liegen und erledigt das. Wunderbar. So, Leute, das ist doch der passende Moment, um zu sagen, das war's für diese Folge. Und wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Genießt es. Lebt euer Leben.